wollte ursprünglich eigentlich Pilot werden. Leider hatte ich nicht die Augen dafür, sodass ich gedacht habe, wenn ich nicht Pilot werden kann, dann kann ich vielleicht mindestens die Flugzeuge bauen oder erklären, wie diese Flugzeuge funktionieren. Und dann bin ich eigentlich von diesem Pilottraum zur Strömungsmechaniker geworden. Es hat schon hier angefangen bei meinem Berufungsvortrag. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Es war eine sehr produktive Atmosphäre mit sehr netten Kollegen. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Ich habe mich für die wissenschaftliche Laufbahn entschieden, auch wenn das in Deutschland kein einfacher Weg ist, weil mich einfach im Studium der Forschergeist gepackt hat und die Neugier gepackt hat. Meine Zukunftsvision hat sich während des Studiums auf jeden Fall ein wenig verändert. Als Wirtschaftsingenieur verknüpft man Technik und Wirtschaft. Und ich möchte jetzt immer mehr in den Bereich der Technik gehen. Und vor allem auch die Forschung hat immer mehr an Bedeutung für mich gewonnen. Mir war eigentlich klar, dass ich Richtung Maschinenbau, Ingenieurwissenschaften etwas machen würde, gerne mit einem kleinen Wirtschaftsanteil. Da bietet sich halt der Wirtschaftsingenieur sehr gut an als Studiengang. Da hat mich die Uni wirklich sehr gut unterstützt. Ich konnte meist meine Probleme offen ansprechen und habe immer jemanden gefunden, der mir da weiterhelfen konnte. Ich habe ein Lebensmotto und mein Lebensmotto ist es, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Das folge ich heute immer noch. Also wenn ich etwas will, dann finde ich einen Weg und dann möchte ich das machen. Wenn man motiviert ist und Freude an der Lehre hat, dann strahlt das auch aus auf die Studierenden. Sind die Studierenden dann auch mit Freude dabei und lernen gerne und nehmen am Ende entsprechend viel mit aus den Veranstaltungen. Eine große Rolle spielt natürlich auch, dass hier in unserem Team eigentlich alle Studiengänge von Maschinenbau bis Wirtschaftsfächern alle vertreten sind, weil jeder einfach das Wissen von seinem Studium mitbringt und wir somit halt wie ein Uhrwerk alle Zahnräder ineinander greifen. Also Teamgeist ist im Studium wichtig und auch im Sport. Wir als Team können Ziele nur erreichen, wenn wir zusammenhalten. Und in der Uni ist das ähnlich. Es gibt so ein wunderbares Sprichwort, anders, anders, anders. Mach einfach alles anders als alle anderen. Und ich finde, das ist ein gutes Sprichwort. Ich glaube, wenn man einfach seinen Weg geht, sein Ding macht, die Dinge anders macht, als andere tun, dann ist man auf einem guten Weg.